Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute will ich in diesem Video ein ganz klein wenig warnen. Dieses Video geht ganz besonders an diejenigen Leute oder richtet sich ganz besonders an diejenigen Leute, die 2008 noch nicht am Markt waren. Und warum wir auch aus aktuellem Anlass ein bisschen vorsichtig beim Verkauf von Optionen sein sollten, das erkläre ich euch jetzt im Video. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist es schon 2 Tage alt. Ne? Ihr seht dieses Video am Samstag, jetzt ist gerade Donnerstag, als ich dieses Video hier aufnehme. Und mir ist es aber sehr wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Und zwar, was ist diese Woche passiert? Am Mittwoch sind die Technologieaktien mit einem Schlag etwas unter Druck geraten. Ne? Also besonders so diese sogenannten Fangaktien, also die großen, so Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Google. Ne? Also die wirklich großen Tech-Werte, die das ganze Jahr super gelaufen waren, die sind unter Druck geraten und haben teilweise schon massiv verloren. Also das ging los bei einer Apple, die mal 3% verloren hat, was für so ein Schwergewicht recht viel ist. Eine Facebook hat 4% verloren, Nvidia hat, glaube ich, 8% verloren, Netflix 7%. Also wirklich, da ging es ein bisschen nach unten. Und jetzt ist der gesamte Markt nicht etwa gedreht. Wir haben einfach eine Sektorrotation gesehen. Also die großen Verkäufer oder die großen Händler sind ganz einfach rausgegangen aus den Tech-Werten und sind reingegangen in Finanzwerte. Also besonders die Banken waren sehr, sehr, sehr stark. Es sind auch nicht alle Tech-Werte gefallen, sondern sind da ein paar gefallen, eben diese Big Names. Vieles andere ist an dem Mittwoch auch ganz gut gelaufen. Und jetzt ist das trotzdem für mich eine ganz besondere Situation, über die wir was sprechen sollten. Und zwar, wir wissen ja, dass wir uns in dem gesamten Jahr 2017 in einem relativ niedrigen Volatilitätsumfeld bewegt haben. Das heißt, wir haben Optionen verkauft, auch bei dieser niedrigen Volatilität, weil sonst hätten wir das Ganze ja überhaupt nichts machen können, aber wir haben eben sehr, sehr kleine Positionen gehandelt. Das hat super funktioniert, also wir liegen jetzt einen Monat vor Ende des Jahres mit unseren Konten, je nachdem, was wir gehandelt haben, aber bleiben wir mal im Aktienbereich, so zwischen 15% und 20% im Plus, also absolut zufriedenstellend, tolles Jahr gewesen. So, und jetzt habe ich aber gestern gemerkt, wir hatten gestern am Mittwoch, hatten wir dann Coaching und jetzt war ja gestern dieser Tag, wo es so runterging und sofort kamen dann die Rückmeldungen, Mensch, was ist denn heute bei den Tech-Werten los und oh, mich hat es heute in dieser einen Option ganz schön erwischt und so weiter und so fort. Mich hat auf der einen Seite eins wahnsinnig gefreut, und zwar, dass ganz viele geschrieben haben, auch in unserer Gruppe, die Optionshändler auf Facebook. Danke Jens, dass du immer darauf hinweist, dass man kleine Positionen bei so einem Umfeld machen soll, weil meine Option hat sich heute verfünffacht. Ne? Und das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn ihr Optionen verkauft, ihr müsst mit so einem Worst Case rechnen, dass sich auch mal eine Option verzweifacht, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht vielleicht über Nacht oder innerhalb von so einer Stunde, ne, wenn der Markt eben gleich mit solchen riesigen Bewegungen nach unten aufmacht. Und das Einzige, ihr könnt das nicht verhindern, weil wie hättet ihr das erkennen sollen? Der Nasdaq hat am Tag zuvor, viele dieser Aktien haben am Tag zuvor noch Allzeithochs gemacht und dann zack kam dieser Einschlag. Und das Einzige, wie ihr das halt in der Hand oder wie ihr das Risiko ein bisschen rausnehmen könnt, was ihr in der Hand habt, ist nun mal die Positionsgröße. So, jetzt müssen wir aber Folgendes uns wirklich vor Augen halten. Was wir gestern gesehen haben, das werden wir in Zukunft noch viel, viel häufiger sehen. Und zwar, wir haben gesehen, dass eine ganze Gruppe von Aktien, die zuvor im Gleichklang gelaufen war, ne? Also die sind ja die ganze Zeit, sind ja diese Aktien gigantisch gelaufen. Und wenn wir jetzt noch hinschauen, ne? Sind ja diese Aktien immer noch 40, 50, teilweise 60% seit Jahresbeginn im Plus, obwohl sie gestern so gefallen sind. Ne? Also mal diese 4-5%. Und das heißt, die sind alle noch super gelaufen. Aber wir haben gesehen, dass diese Gruppe, die vorher mit einem Schlag nach oben marschierte, plötzlich auch mit einem Schlag nach unten ging. Und woher kommt das? Und da sage ich nur Algos plus ETFs.
Ich habe das hier im Kanal vielleicht nicht so häufig gesagt wie im Jens Rabe Kanal, aber ETFs stellen momentan aus meiner Sicht durchaus ein Risiko für diejenigen Anleger dar, die sich nicht bewusst sind, was da für Mechanismen dahinter sind. Nein, nicht der ETF ist das Problem, in keinster Weise. Aber es ist nun mal jetzt absoluter Trend, dass immer mehr Geld in solche Vehikel hineinfließt. Das ist einfach so. Finden wir das gut oder schlecht, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist ganz einfach so. Jetzt fließt das ganze Geld hinein und die Algos, die dahinter stehen, kaufen eben jetzt einfach stumpf diese Aktien, die da eben zugrunde liegen. Und wenn du eben momentan einen Technologie-ETF hast, naja, was hat der hauptsächlich gekauft? Der hat eben diese Big Names gekauft, also diese wirklich großen Firmen. So, und jetzt ist es ja nicht der Privatanleger, der jetzt gestern gesagt hat, oh, ich glaube, ich schichte mal um von Technologie in Banken, sondern das sind die großen Namen, das sind die Investmentbanken, das sind die Hedgefonds, das sind die Large Speculators, also die großen Trader. Und die haben ja oftmals auch so ein rein algo-getriebenes Handeln. Das heißt also Algorithmen, die im Hintergrund auch Kaufempfehlungen und Verkaufsempfehlungen ausgeben. Und da die alle mehr oder weniger irgendwie gleich sind, kann es durchaus sein, dass gestern die Algos gesagt haben, lasst uns mal aus dem Sektor rausgehen und in den anderen Sektor rein. Und das wird auch dann nicht von jemandem entschieden, der sagt, oh, der Computer sagt ja oder nein, jetzt mache ich das, sondern die Algorithmen entscheiden das selbst. Und das hat eben gestern dazu geführt, dass wir so diese relativ starken Einbrüche gesehen haben, quasi ohne Grund. Es kamen keine schlechten Nachrichten, es war nichts, es kam wie aus dem Nichts heraus, dass diese Aktien so stark gefallen sind. So, und was wir da gesehen haben, das ist meiner Meinung nach, und das ist meine Erfahrung aus dem Jahr 2008, das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was wir sehen werden, wenn der Markt mal kippt. Momentan ist alles absolut okay. Der Markt ist vollkommen intakt. Wir sehen Sektorrotation. Das Geld geht von einem Markt in den anderen rein. Und was heißt das? Das Geld geht nicht aus Aktien rein, es zirkuliert nur. Ne? Also das ist grundsätzlich bullisch zu werden. So, es wird aber der Tag kommen, wann, das weiß niemand. Das kann 2018 sein, das kann aber auch erst 2023 sein. Das kann auch nächste Woche sein. Was weiß ich, vielleicht passiert es heute. Ich rede jetzt hier gerade, der Markt macht in 20 Minuten auf. Ne? Es wird aber der Tag kommen, wo die Algos aus irgendeinem Grund, und den kennen wir nicht, den werden wir hinterher wieder erfahren, entscheiden, dass der Anstieg jetzt vorbei ist und dann werden die auf den Knopf drücken, jetzt mal sprichwörtlich, und werden verkaufen. Und dann wird der gesamte Markt fallen. Und zwar in einer bislang nicht gekannten Geschwindigkeit. Und ich übertreibe das jetzt vielleicht auch ein bisschen und will da auch ein bisschen euch dafür sensibilisieren, dass eben die Geschichte wiederholt sich. Das heißt, wir werden nicht von einem Allzeithoch in einen Crash übergehen, aber es wird schon ein bisschen Veränderung geben, einfach weil wir so viel Algos im Hintergrund haben, weil wir so viel passives Geld haben, was eben dann mit gleichen Systematiken am Markt aktiv ist. So, und was müssen wir da als Optionshändler unbedingt daraus lernen, aus dem, was wir gestern gesehen haben? Nummer 1, wenn wir niedrige Volatilitäten haben, dann müssen wir verdammt nochmal kleine Positionen handeln. Jeder, der jetzt sagt, naja, es passiert doch eh nichts, by the fucking dip, es geht doch immer weiter nach oben, ne? Und deswegen kann ich doch auch große Positionen machen, der hat an so einem Tag wie gestern schon richtig einen über die Mütze bekommen. Ne? So, das heißt also, haltet eure Positionen bei niedrigen Volatilitäten zwingend klein. Aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, über Hedges oder irgend sowas nachzudenken, sondern haltet einfach nun mal eure Positionen klein. Das ist der einzige Schutz, den ihr habt. Zweitens, achtet auf das Klumpenrisiko. Ne? Klumpenrisiko heißt, wenn du nur Aktienoptionen handelst, bist du eben aus diesem Aktienmarkt. Das wäre Klumpenrisiko Nummer 1. Das kannst du nicht verhindern, wenn du ein kleines Konto hast, wo viele Aktienoptionen drin sind. Das ist nun mal so. Aber was du machen kannst, du musst dann ein bisschen in den Sektoren auch ein bisschen Klumpenrisiko rausnehmen. Das heißt eben jetzt nicht gerade wie gestern diese 5 großen Aktien oder 10 großen Aktien Put-Optionen draufgeschrieben haben, sondern eben auch mal andere Werte. Ne? Auch mal eine Dividendenaktie, eine aus dem Lebensmittelbereich, von mir aus eine Healthcare und ein Versorger und
ihr wisst, ne, was ich damit meine. Also rotiert auch da selbst in eurem Portfolio ein bisschen zwischen den Sektoren und habt nicht nur das Augenmerk auf eins. Und dann, und das ist jetzt der Punkt, wenn ihr merkt, dass der Markt fällt, wenn unsere Morgenroutine rot wird, ne, wenn die Ampeln angehen, dann müsst ihr einfach extrem schnell sein und auch mal sagen, so, das war's jetzt und jetzt raus mit den Positionen, ne? Nicht ins Thema Hoffnung verfallen und dann sagen, naja, dann, wenn die jetzt, ich habe 10% unter dem Preis verkauft und zur Not kaufe ich sie dann. Wenn ihr einen Trade aufsetzt als Short Put und ihr wollt die Aktie nicht haben, dann ist es verdammt nochmal, Entschuldigung, zweite Mal schon, dass ich sowas sage heute, dann ist es aber nun mal kein Cash Secured Put und ihr übernehmt die Aktie. Nein. Dann müsst ihr sagen, okay, wenn die Aktie ins Fallen kommt, dann raus. Irgendwann wird der Markt drehen und dann haben wir jahrelang Geld verdient. Und dann kann es aber sein, dass wir ein oder zwei Monate wieder Geld verlieren, aber es darf uns nicht das Geld der letzten 5 Jahre kosten. Definitiv nicht. Ne? Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Und das geht eben nur über Positionsgrößen, Auge und Ohr am Markt, also gucken, was passiert da gerade, auf diese ganzen Umstände schauen, Advanced Decline Lines und so weiter und so fort. Also das ist wirklich extrem wichtig. Und dann noch eine Sache, sollten wir einen fallenden Markt haben, sollte der Markt runtergehen, dann glaube ich, sollten wir sehr, sehr selektiv bei den Panikzeichen sein. Ne? Wer das noch nicht kennt, sucht einfach mal hier im Kanal Panikzeichen. Gibt's eine ganze Serie darüber. Ich glaube, 5, 6 Videos habe ich damals gemacht. Sind alle noch aktuell. Hat sich nichts geändert. Ne? Ganz, ganz wichtig. Aber weil ihr jetzt mal ein Panikzeichen dann irgendwann mal seht und ihr seht es jetzt fallen, ne? Denkt immer daran, wenn die Algos einmal verkaufen, dann verkaufen die. Und so wie wir jetzt gerade sehen, dieses Buy the fucking Dip, ne, werden wir dann sehen, Sell the fucking Bounce. Das heißt, jeder in einem fallenden Markt wird ein Anstieg kommen und die Algos werden oben drauf hauen. So wie jetzt, der Markt geht hoch, kommt runter, die Algos kommen rein und kaufen. Der Markt kommt runter, die Algos gehen rein und kaufen. Ne? Und dann wird es so sein, der Markt fällt, geht hoch, die Algos hauen drauf. Der Markt steigt wieder an, die Algos hauen drauf. Also, das wird kommen. Und deswegen werden wir, das ist meine Erwartungshaltung, werden wir harte Einschläge erleben in Zukunft. Die werden schnell gehen, die werden auch weiter sein, als wir uns das vorstellen. Die Volatilität wird deutlich ansteigen. Für alle die, die sich jetzt noch aufregen, dass IB die Margin für Wohler-Produkte hochgenommen hat, ihr werdet IB noch dankbar sein müssen, dass sie das gemacht haben, dass ihr nämlich raus seid aus diesen ganzen Wohler-Produkten als Brot- und Butter-Trade. Das ist super, ne, weil das wird euch viel Geld auch sparen, nämlich Verluste. Und es kann ja auch sein, dass das, was ich sage, vollkommener Blödsinn ist, dass wir weiterhin ganz langsame Einbrüche haben und das ist nicht passiert. Aber um was es mir geht, bereitet euch darauf vor, dass so etwas kommen kann. Nochmal, ich gehe nicht davon aus, aus den aktuellen Daten, die wir haben, dass wir momentan einen Trendwechsel an den Märkten haben, dass wir einbrechen werden. Aber man kann es nur immer wieder betonen, in guten Zeiten muss man sich auf die schlechten Zeiten vorbereiten. Und das heißt ganz einfach, legt euch einen Plan zurecht, wie ihr handelt, wenn der Markt dreht. Und der allereinfachste Markt ist, wenn ihr im Aktienmarkt mit Aktienoptionen unterwegs seid, dass ihr sagt, wenn der Markt anfängt zu fallen, ich nehme alle meine Positionen raus, ich akzeptiere diesen Verlust von 2-3% vom Höchststand, vielleicht sind es auch 5, ist ja egal, also vom Kontohöchststand, das akzeptiere ich und dann schaue ich zu, bis wir da unten wirklich extreme Panik im Markt haben und dann gehe ich wieder rein. Und jetzt nicht sagen, naja, mal gucken, ich werde das schon irgendwie managen können. Ja? In der Situation, wenn es dann eintritt, hat man in der Regel keine klaren Gedanken mehr, weil man zu viel Emotion an seine Trades hat. Und deswegen bereitet euch jetzt darauf vor. Vielleicht braucht ihr diesen Notfallplan erst in 2 Jahren, vielleicht braucht ihr ihn erst in 3 Jahren, vielleicht aber auch schon in 2 Monaten. Was weiß ich? Ich habe ja auch keine Glaskugel. Ne? Aber seid da bitte nicht unvorbereitet. Macht euch Gedanken, was ihr in so einer Situation macht. Ob ihr andere Märkte tradet, ob ihr Hedges macht, wenn ihr das halt unbedingt wollt. Ihr kennt meine Meinung dazu. Aber macht euch da Gedanken, was ihr da macht. Setzt euch jetzt gerade in der Zeit, jetzt Ende des Jahres, wo es ein bisschen ruhiger wird, nutzt die Zeit, macht euch Gedanken über solche Strategien, was ihr persönlich, nicht was ich mache, sondern was ihr persönlich dann machen werdet. Und schreibt euch das auf, sodass ihr das in einer Notsituation rausholen könnt,
und dann lesen können und sagen können, okay, genau so wollte ich es machen und jetzt halte ich mich an meinen Plan. Okay, also passt auf euer Geld auf. Das ist wirklich ein wichtiger Rat. Ihr kennt die Warren Buffett-Regel. Nein, Warren Buffett ist nicht ein Optionshändler, aber von dem können wir viel lernen. Und der sagt immer, Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Regel Nummer 2, vergiss nie Regel Nummer 1. Und das ist auch hier so. Ne? Macht euch also Gedanken, haltet, um mal mit dem Fußball zu sprechen, haltet, so, ihr habt momentan den Sturm auf dem Spielfeld, das ist okay, aber wenn ihr demnächst mal jemand einwechseln müsst, dann nicht zwingend wieder einen Stürmer, sondern vielleicht eher einen Verteidiger. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg an den Märkten, wir sehen uns dann wieder nächste Woche und nächste Woche gibt es dann auch für alle, die bei unserem Verteiler stehen und so weiter, auch Infos zu unserem neuen Coaching mit der Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt es gestern hoffentlich gesehen hier im Kanal. Und da freue ich mich schon drauf und ich kann euch eins sagen, wenn wir hier gemeinsam dann handeln werden, wir werden diese Situation sehr, sehr gut durchstehen, da bin ich überzeugt davon, weil wir hatten auch 2008 ein gutes Jahr, wir hatten 2009 ein gutes Jahr und da werden wir auch bei dem, was jetzt in Zukunft kommt, ein gutes Jahr haben. Also denkt mal drüber nach, ob das nicht was für euch wäre. In diesem Sinne, euch alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.